liebe Kinder, herzlich willkommen zur Kinderkirche. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich vermisse nur Tiffany. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir hatten gestern so eine, ja, etwas komische Situation, weil wir haben gemütlich zusammengesessen und dann habe ich ihr vorgeschlagen, etwas zu kochen und dann haben wir auch angefangen zu essen. Und dann hat sie ganz komisch reagiert und dann war sie weg. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich werde sie mal rufen. Tiffany! Tiffany! Tiffany? Hallo, Tini. Tiffany, was ist denn los mit dir? Bist du krank? Nein, ich schäme mich. Du schämst dich? Ja, weil ich gestern so gemein war, weil ich gestern so was Gemeines gesagt habe zu dir. Ach, du meinst gestern, als wir zusammen gegessen haben, als ich für dich gekocht habe? Ja, da habe ich ja gesagt, bäh, das schmeckt nicht. Und dann habe ich noch gesagt, du kannst gar nicht kochen. Und das war gemein. Und dafür will ich mich entschuldigen. Entschuldigung angenommen. Naja, weißt du, ich war einfach nicht gut drauf. Und irgendwie hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen Magenschmerzen. Und ich glaube, da hätte mir überhaupt kein Essen geschmeckt. Weil wenn du kochst, das schmeckt mir ja eigentlich immer. Ach, Tiffany, das ist schon okay. Und du hast dich ja auch entschuldigt. Echt? Hast du die Entschuldigung angenommen? Ja, Tiffany, ich habe die Entschuldigung angenommen. Dann sind wir wieder Freunde? Ja, wir sind wieder Freunde. Wir waren immer Freunde. Oh, Tini, dann bin ich jetzt wieder glücklich. Das ist schön, Tiffany. Dann können wir jetzt zusammen die Kinderkirche feiern? Ja. Und du hast eine Geschichte? Ja, ich habe eine Geschichte. Und naja, sie passt wieder so ein bisschen zu deiner Entschuldigung. Echt? Oh, da bin ich gespannt. So, liebe Kinder, und jetzt singen wir zusammen einfach Spitze. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun stampfen wir. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun tanzen wir. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, lass uns tanzen.
Die Geschichte heißt, sich ändern können. Endlich Pause. Alina und Eva sitzen auf dem Klettergerüst und unterhalten sich über den Ausflug in den Tierpark. Da kommt Ella auf sie zu. Alina, ich will mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich gestern so gemein zu dir war. Das mit der blöden Kuh, das war nicht so gemeint. Entschuldigung angenommen, antwortet Alina. Nachdem Ella wieder zu ihren Freunden gegangen ist, sagt Alina, kaum zu glauben. Ella hat sich noch nie bei mir entschuldigt. Ich war auch ganz schön überrascht. Letzte Woche hat sie sich auch bei mir entschuldigt. Dafür, dass sie mich bei Frau Meier verpetzt hat, entgegnet Eva ihrer Freundin. Bei Mathe stört sie auch nicht mehr so oft. Irgendwie hat sie sich verändert. Sie hat mir verraten, dass sie öfters in den Kindergottesdienst geht. Was meinst du? Hat Gott sie so verändert? Naja, ganz hat es wohl noch nicht geklappt. Sie hat dich ja gestern wieder geärgert. Ja, aber sie hat sich heute dafür entschuldigt. Hui, meinst du, weil Ella jetzt immer im Kindergottesdienst in der Kinderkirche war, dass sie dann ein bisschen nachgedacht hat? Naja, das kann ja schon sein. Vielleicht hat sie ja dann auch so eine Geschichte gehört, wo sich vielleicht ein Kind entschuldigt und sie hat drüber nachgedacht und hat das dann auch gemacht. Ja, das kann sein. Deswegen ist es auch immer gut, dass man gut zuhört und über die Geschichten nachdenkt, die du vorliest, oder? Genau. Oder dass man einfach mal so ein bisschen stille ist, in sich hineinhorcht und hört, was Gott einem dazu sagt. Genau. Ich glaube, der liebe Gott sagt einem dann auch, was richtig ist. Genau, Tiffany. Das hat er bei mir auch gemacht heute Nacht. Deswegen habe ich mich auch sofort entschuldigt. Das ist doch schön, liebe Tiffany. Da freue ich mich. Wenn einer sagt, ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wenn einer sagt, ich brauche, dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühle mich nicht mehr klein. La 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 la, 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 la 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 la. Wenn einer sagt, komm, geh mit mir, zusammen sind wir was, dann werd ich rot, weil Spaß. La 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 la, 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 la 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 la. Ich sag zu dir, ich hab dich lieb und wär so gern dein Freund. Und was, das du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. So, liebe Kinder, und nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott. Er beschütze euch auf allen Wegen. Amen.